Moin, moin, wir spielen jetzt weiter Resident Evil. Das sollte Folge 18 sein. Und wiedermals müssen wir halt natürlich hier an den Einstellungen was abändern. Ich spiele hier wieder im Fenstermodus. Warum sich das Spiel das nie merkt, weiß ich auch nicht. So. Ja, das geht nicht auf, das müssen wir. Das mit. Cheeseburger ist immer schön. Maschinenmunition ist auch gut. Laptop ist im Eimer. Überall rumgucken. Nee. Ja, komm, aufmachen. Du schaffst es. Geht natürlich nicht auf, weil wir keinen Kurbel haben. Wer die anderen Videos verfolgt hat, wird wissen, dass wir jetzt hoch zur Brücke klettern. Und wirklich hier jetzt jede Ecke absuchen. Weil, wie gesagt, die Meute ging da doch jetzt. Durch das einmalige Durchspielen hätte etwas schwerer geworden sind. Aber nur mit der Pistole ist das natürlich, ja. Vielleicht funktioniert er noch. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Leg eine Hand! Hör auf, Evelyn! Ah, die Halsschmerzen kommen schon wieder zurück. Ey. Das ist aber bei dem Wetterwechsel, den wir hier wieder mal haben, kein Wunder. Gestern so warm, heute wieder so kalt. Ja, nee, wir haben eine Bombe.
nix. Doch, hier ist sie. Ach, die mit ihren Kraut, ey. So, gibt's hier noch irgendwas? Ja, meine Sicher müssen auch wieder mitspielen. Ja. Nee, nee, ihr dürft heute nicht mitspielen. Könnt zugucken, aber nicht mitspielen. Den legen wir uns erstmal nicht an. Nicht ganz helle sind sie schon halt, aber egal. Über Zeitung. Okay, ich hätte erst runtergemusst statt hier oben. Das Fernseher. Das ist ja noch einer.
Was ist denn jetzt los? Hä? Habe ich etwa einen Bug gefunden? Das ist natürlich auch cool. Durch Türen gehen sie auf alle Fälle nicht halt. Das wissen wir jetzt. Locker Vögel. Also durch Türen gehen sie nicht, wollen sie nicht. Okay, ist schön. Dann wissen wir das jetzt auch. Aber jetzt haben wir natürlich so ein Problem, dass wir keine Munition mehr haben. Und das ist natürlich etwas doof. Aber klar, jetzt haben wir den noch da. Klasse. Jetzt noch mal gucken. Ich weiß, für den Wartungsschrank. Ich habe aber kein Ätzmittel. Ich muss nicht hin. Ich habe ein Ätzmittel. Ja. Waschraum, okay. Lagerraum, okay.
So. In dem Wartungsraum, da waren wir schon gewesen. Ach, wir brauchen. Ja, jetzt hat's Klick gemacht. Wir brauchen die Sicherung, okay, natürlich für den Fahrstuhl. Deswegen sind wir ja auch wirklich hier unten. Sollten Dietrich drin sein? Genau. Ah ja. Da war ich halt die. Schön, dass ich jetzt haufenweise Schießpulver finde halt, aber wäre es nicht mal gut halt irgendwie halt die ganzen anderen Materialien zu bekommen. Ah, hier bekomme ich den Schlüssel. So, was war das gewesen? Gegenüber. Das heißt, das drin, dass das oben ist. Das oben ist. Und das rechts in der Ecke. So, haben wir die Erzmittel. Ach, doch kein Schlüssel, aber die Erzmittel haben wir. Schön, Maschinengewehr, Munition, klar. Nee, 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 nee.
Gästezimmer und ein Speisesaal. Ach, die ist mal wieder aufgeladen. Na gut, das ist schon wenigstens etwas. Können wir jetzt eigentlich wieder runtergehen? Ach, geht ja nicht. Sicherung ist ja weg. Ach nee, wir holen erstmal die Maschinenkanone halt. Kletter, kletter, kletter. Ja, da haben wir natürlich im Klinitz. Wir haben 4 Granaten, 4 Bomben haben wir. Oh, wir haben 6 Schuss sogar in der Ding. Okay. Ja, stirb. Ich weiß, dass hier aber noch eins ist. Zappel. So. Dann können wir das Messer wegwerfen, weil Messer braucht man nicht, das nimmt Platz weg. Thank you.
Bleib bloß liegen. Naja. Wegen der antiken Münze. Okay. Dazu sagen wir mal nichts. So, ach, hier kommt der gleich. Der dicke Blob. Komm, dicker Lof. So, da wir es natürlich wussten, dass der kommt, haben wir natürlich halt immens an Munition gespart. Das noch abschrauben. So. Verbesserte Pistolenmunition. Dann geht's wieder zurück zum Aufzug, um das Kabel anzuschließen und dann nach unten in den Keller des Schiffes. Ja, dann kommen wir erstmal. So, können wir erstmal den Mist, was wir nicht brauchen, weg. Bänder. Das brauchen wir. Die Münze brauchen wir nicht. Alles andere brauchen wir. Und jetzt wollen wir mal kurz speichern. Okay. Ach, das sieht draußen schon wieder nach Regen aus, ey.
Der Putzdienst hat wieder frei gehabt, wie man sieht. Ach, mal immer wieder, ey. Ich habe die verbesserte Munition drin, deswegen okay. Hab mich gerade etwas gewundert, warum der jetzt auf einmal urplötzlich umfällt. Was bin da jetzt eingesammelt? Wo kommst du denn her? Sag doch, Anton, dass du was von mir wolltest. Eigentlich nach diesem Sound und nach der Musik hätte irgendwas kommen müssen. So. Klebt nur hier irgendwo. Kiste, da ist auch eine Kiste. Aber eigentlich müsste doch hier ein dicker gleich erscheinen. Bleib doch liegen. Mann, dieser dicke Italiens und nicht. Diese scheiß Münze. Lass mal da drinnen mit. Nein, ich nehme sie mal mit.
jammert die denn da? Schießbogen haben wir nicht. Quetschstoff haben wir nicht. Das nicht. Das. Ethan. Ah, jetzt kommt Vater Baker nochmal. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht... Sorry. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Ihr mich mal bitte hier aus diesem Kokon rausholen. Oh, Mia. Mia, wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Die dumm. Ja, es ist alles deine Schuld, ja klar. Immer auf die Unschuldigen.
Warte mal. Kam denn eigentlich nicht normalerweise nur eine Szene, wo ich mir hätte so ein... wo ich dann aus dem Kong-Kong doch eigentlich befreit wurde und ich musste vor halt mir wegrennen? Da habe ich doch so halt ein... ach, Brecheisen doch genommen halt. Also die Szene fällt schon mal einmal weg. Okay. Und das wäre also das schon einmal halt. Was sie schon mal verändert hat. Weil wir mir gerettet haben, rettet sie natürlich Unzeit. Hier noch irgendwas finden können. Sind das Schweine? Ne, Fische. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. So, gibt es Dings, Steroid hier. Wir wollen schneller nachladen. Dietrich brauchen wir nicht mehr. Messer brauchen wir nicht. G17 Pistole brauchen wir nicht. Brenner. Also können wir mit. Ich weiß, dass ich in den anderen Teil die Flintenmunition. Was hat man da?
Das bewegen wir hier hin. Haben wir nur dreimal verbesserte Pistolen, Miss? Ne, wir haben Pistolenmunition verbessert. Okay. Munition brauche ich nicht. Der ist sinnlos. Flüssige Chemikalie. Noch auf alle Fälle noch eine Kiste kommt. Kann ich die Dinger da reinschmeißen? Geht's jetzt erstmal in die Mine runter. Bin ich so hin und her mit dem Kopf. Ach, da ist ja auch einer. Nein, Mama. Echt hartnäckig. Ach. Ich hab keinen. Das ist ja ein bisschen doof. Kein Heiltrank mitgenommen. Gut, wir ändern mal das alles. Ich schmeiß mal das weg. Flammenwerfer ist zu nichts zu gebrauchen mehr. Granatwerfer behalten wir. So. Eine altmodische hält nicht viel Munition, aber kann ordentlich austeilen. Eine Vorderschaft Repetierflinte Geschosse haben eine hohe Streuung, wodurch sie besonders im Nahkampf wirksam sind. Okay, die nehmen wir. Flintenmunition. Ja.
Schieß nicht so kombinieren. So. Aber Flammenwerfer ist gegen die Moldet-Gegner zu nichts zu gebrauchen. Braucht man nicht. Zurück. Haben wir jetzt den ganzen Abfall eingesammelt. Zwei Heiltränke sollten bis zum nächsten Speicherpunkt aushalten. Der geht weg. Mich raus hier. So, damit wir halt Munition sparen. Na jo, Pistolenmunition brauchen wir ja beim Endkampf nicht. So, wir haben 97, ja, 137 Pistolenmunition. Da können wir unten auch schon rumballern. Ich habe ja Glück, dass wir ein paar Mordegegner in die Sprengfallen bringen. Mann, lass mich doch mal raus hier. Gehen wir mal weiter. Wo ist der andere? Haben sich beide eliminiert? So kann man auch Munition sparen.
Nee, eine 44er Mac. Habe ich keine, bringt mir also nix. Och Leute, könnte mal das sein lassen. Scheiß ausfliegen sind lästiger, ey. Verbesserte Munition. Nicht die verbesserte Munition vergeuden. Die können wir hier für die Kisten nutzen. War da von letztens so hoch, ich bin runtergerannt, da war doch nichts mehr drin gewesen. Jetzt renne ich mit schon wieder runter. Und da liegt wieder nichts drin. Super, dann haben wir hier noch irgendwas. Nö.
So, gib das E-Toxin her. Granaten, yep. Maschinenpistole oder Flankgranatwerfer? Aber noch. Wie viel habe ich an Flintenmunition? 8. Warte mal, die Frage ist, komme ich nochmals? Komme ich nochmals? Ran. Ach, weg. Weg. So. Kraut auch weg. Das weg. Dann setz mal mit dem. Aber dann verbessert es noch. Ja, komm. Erste Hilfe, Arznei. Munition für die Granatwerfer enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem.
komme. Bin gleich da. Stirb. Ah, jetzt gegen. Das ist ja hier mit. Scheiße! Die Füße. Die Füße in der Hand nehmen. Dinge brauchen wir jetzt nicht mehr. Einer noch hin. Muss noch mal was. Maschinenpist oder? Oh. Und dann kommt der Neuner. Upsi, upsi. Ja, das war's dann. Jetzt könnte man noch mal kurz zurückgehen, aber was habe ich in deine eingepackt? Also Albert. Albert hat 90 Munition. Ach, jetzt kommen noch mal jetzt wie dicken Trick. Hätte ich jetzt. Yeah.
Pass auf, hier wären dann irgendwelche Stolperfallen gewesen, bestimmt wahr? Flintenmunition brauchen wir nicht. Okay. Geht's jetzt hoch? Gleich geschafft. Immer noch drei Heiltränke, sollte ausreichen. Gerade ins Bergwerk, na, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. So. Was? Ich meine eigentlich ja, hier war es nur noch mit hinterherlaufen. Das ist deine Schuld. Warum sehe ich das? Ethan, ist okay. Okay, ich bin's. Mia, geh mir aus dem Weg. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Hilfe! Hier müssen wir hin. Ethan, hilf mir! Hier ist erstmal keiner, also. Mal kurz runter. In die Küche und dann wieder nach oben. Ja. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Upsi. Nein, gleich nicht.
muss ich fragen, bin ich jetzt grün oder ist das gelb? Mia, halt mir von der Pelle, ey. Her, du Kühe. Nein! Doch. Nein, nein, nein! So. Hier Serum, jetzt kommt die Oma. Du. Warum hast du mich alle? Wo ist die Frage? Ich hoffe, die Munition reicht aus. Jetzt ein großes Mädchen. Du bist nur ein kleiner Junge. Du lässt mich fein, Oma. Ich wollte nur eine Familie. Bumpf. Da liegt die Waffe. Mse. Mit den Spielchen. Sü. Jetzt gucken wir uns mal, wie das Ende Nummer 1 aussieht. Weil das die einzige Änderung, die wir ja hatten, halt, wie wir, da wir ja Mia mitgenommen haben, war, dass uns Mia auf dem Schiff nicht angegriffen hat.
drehen sie das Ende ein, so okay. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Okay, das ist das andere Ende. Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, okay, sie liegt nur auf der Trage halt im Helikopter. Das ist das Einzige, was sich abändert. Beim anderen Ende hat man ein Handy in der Hand von ihr halt. Aber nicht nur für mich. Ein Erinnerungsvideo. Na, okay. Nicht nur Mia und ich sind Opfer, sondern auch die Bakers. Lohnt sich da halt das nochmal halt, ab dem Punkt nochmal das nachzuspielen? Eigentlich eher nicht. Aber jetzt ist also vollkommen schnuppe, wie man da rettet halt, also nach meinem Geschmack. Leute sind hier, um aufzuräumen. Ist das eindeutig zu wenig, halt, was man da halt als Abwendung hat. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. So, wenn Resident Evil 8 kostengünstig im Store zu haben ist, dann wird das nächste Spiel sein, Alter, was ich denn durchspielen werde. Ja, Sequenz überspringen. Ja, lass mal das noch ein bisschen. So, 9 schon 52. Drei Neuversuche. Ja. Ist natürlich, weil ich jetzt alles gewusst habe, halt. So. Ja, das wissen wir. Nee, kann ich. Ich bin kein Held halt wieder. Oder nicht noch ein Held. Kostenlos, das wissen wir. Okay, das war's dann mit Resident Evil 7. Hat Spaß gemacht, das durchzuspielen. Und das hat auch noch Spaß gemacht, das aufzunehmen heute. Eine Webcam ist organisiert. Über Amazon heute. Da werde ich mich dann noch genau schlau machen, wie das denn genau alles funktioniert. Und dann wird es dann halt endlich mal wieder halt den On-Air-Stream geben. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß denn bei was auch immer ihr noch macht.